So, was? Oh, ich kann Oma nicht platzieren. Da kann ich platzieren. Da kann ich platzieren, aber hier noch mal nicht. Oh, ich hasse es. Das weg. Jetzt geht's. Okay, nice bug. Also hier werden wir wahrscheinlich eine Treppe brauchen, aber gut, okay. Sei es drum. Ah, guck mal. Keine Fundamente mehr. Ich kann auch nur noch 10 herstellen. Sehr schön. Ne, ich brauch irgendwas wieder. Oh, guck mal. Okay, ich gehe mir noch mal ein paar Ressourcen sammeln. Ich weiß jetzt nicht, was ich brauche. Ich glaube Holz. Ich habe ziemlich viel Holz abgelegt wieder. Zack, zack, zack. Okay, das geht super schnell. Okay, also das müssen wir auf jeden Fall runterpitchen dann. Das sind viele Ressourcen. Oh, guck mal. Da ist ein seltener Tupp. Okay, Steine habe ich genug. So. Hier ist keiner willkommen. Oh nein, das ist der Thomas. Oh nein. Oh nein. Thomas, stirb nicht. Ich beschütze dich. Kann sich glücklich schätzen, dass ich ihn gerade gefunden habe, sonst wäre er sofort tot. Okay, ich brauche noch ein paar Hunderte. Und gib ihm! Wir brauchen noch ein paar von denen hier. Und während die sich fertig machen, mache ich die hier. So. Macht euch. Ihr Döns. Ich guck gerade mal, ob, ne? Installation und Arbeit. Alter, dauert das ewig. Nitrado, macht mal schneller hier. Ich will auch spielen. Warte mal, können wir eigentlich nicht das so machen? Sieht ein bisschen schöner aus. Aber wobei, hier bringt das zwar... Ne, hier geht's nicht. Okay. Aber nett sieht's aus. Ist halt echt ein bisschen höher. Sieht fast schon schöner aus. Irgendwann werden wir alle Götter hier haben. Und wir werden allen huldigen, dass die uns helfen werden. So, einmal höher. Okay, dann halt nicht. Mal wieder so ein schöner Bug. Ich frag mich, woher diese Bugs immer kommen. Ich werde nur die Mauern gerade hochziehen. Also bis zur nächsten Mauer hochziehen quasi. Weil danach muss ich ja wieder höher bauen. Ich nehme ganz normal auf, ja. Ich muss mich gerade kurz vergewissern. So, so. Ah, jetzt muss ich hier erstmal weiterziehen. Na? So. Oh, yeah. Guckt euch das mal an. Damit haben wir eigentlich fast alles durch. Zumindestens, überall mindestens ein Fundament liegen. So würde ich es jetzt mal bezeichnen. Weil dann weiß ich auf jeden Fall, wo das alles entlang gehen wird und wie das am Ende alles aussehen wird. Ah, jetzt kommt erst die Arbeit. Moment. Zwei. So, ich mache erstmal wieder zwei hoch. Soweit es geht.
So. Oh ja. Stopp. Hier nicht weiter. Ich muss halt aufpassen, dass ich nicht zu weit mache. Genau. So. Platziere ich hier mal noch zwei. Hier und einmal hier. So. Wow, sexy. Mir gefällt das. Ich bin so froh. Es geht nicht? Wie, es geht nicht? Manchmal echt, ey. Ist echt nicht so toll. Ich bin so froh, wenn wir tatsächlich einen wundervollen, schönen großen Wall haben. Ist das ernst? Ist denn die Welle falsch rum? Das gefällt mir gar nicht. Ne? Jetzt kann ich natürlich keine legen. Will mich gerade jemand angreifen hier? Und? Gibt's aber gleich hinter die Ohren. Nett mit mir. Scheint gerade keiner Lust zu haben. Oh, wie schön. Hallo? Wer greift mich an? Na, der da. Will uns wehtun. Ah, jetzt geht's auf einmal. Das heißt, jetzt müssen wir einmal hin, ne? Okay, ich hoffe, wir werden genug haben. Weil so ein paar Stellen sind das dann schon. Also, ich hoffe, es klappt auch letztendlich alles mit dem Rüberporten auf den Server, weil das erleichtert uns schon viel. Das muss man halt einfach sagen. Alles klar. Machen wir es halt so. Wie der Thomas halt sagte, weil dann kann er irgendwo rumgurken im Norden und ach. Geh mal von da hinten jetzt aus, ne? Wurde der gefressen? Ich hoffe. Aber diese... Oh, was war denn das? Ein wilder Schrei. Oh, der passt hier gar nicht. Guck mal. Ist nicht mehr viel. Das ist deprimierend. Und dann kannst du hier langlaufen. Gut, hier könnten wir eine Verbindung bauen. Entschuldigung, hat länger gedauert. Ach du, kein Problem. Was gibt's Leckeres zu essen? Ein Salat. Oh. Den restlichen Salat muss ich noch aufessen. Sonst wird er schlecht. Achso, musst du, okay. Ah, du weißt, von Salat schrumpft der Bizeps, ne? Ja, ich weiß. Aber dazu gab's Burger, also. Oh, selber gemacht? Ja. Kennst du die Beyond Meat Burger? Nee. Mega gut. Das sind okay. Fleisch, meine Freundin isst kein Fleisch. Mhm. Und die Beyond Meat Burger sind aus so Bohnen. Okay. Und die sind so lecker, also richtig schmackhaft, wirklich. Du schmeckst. Klar, du schmeckst schon, dass es kein Fleisch ist, vom Geschmack her. Ja klar. Aber unglaublich gut gewürzt. Von der Konsistenz her wirklich super. Also. Kann okay. Ich nur jedem empfehlen, das ist echt krass, krass gut. Wir sollten Werbedeal abschließen. Nee, aber ich find's geil, also ich hab so, ich muss zugeben, ich hab den nie probiert, aber beim nächsten Mal, denke ich, werde ich mir mal... Ist relativ, also beim Lidl gibt's die. Mhm. Ja, was ich, also ich habe jetzt schon öfter was Vegetarisches auch probiert oder Veganes. Mhm. Und ich finde eigentlich die meisten Sachen auf Ei-Basis echt nicht schlecht. Also es gibt so, auch so Eier,
na, wie heißt's, Cordon Bleu oder Schnitzel. Mhm. Und wenn es auf Ei-Basis ist, fand ich es echt ganz gut. Okay. Aber wenn es auf Soja-Basis ist, da kommt. Boah, das geht halt gar nicht. Das fand ich echt nicht geil. Und okay. Das ist irgendwie auf Bohnenbasis, also so. Mhm. Also, das hört sich ganz legit an. Das ist auch echt ganz, also richtig lecker eigentlich. Also ich bin total begeistert. Okay. Muss ich mir also. Wie schaut's mit dem Server aus? Ich gucke immer wieder mal. Vorhin war der noch nicht. Ne, der ist noch in Arbeit. Also der wird heute noch. Der Nico kommt ja eh gleich. Weil mir gehen die Menschen aus hier in der Nähe. Oh. Zu den anderen kann ich ja nicht rüber. Das klingt irgendwie falsch, aber ja. Mir gehen die Menschen aus. Hä? Ah, ich wollte noch. Stimmt, was ich auch noch machen wollte. Ich wollte noch googeln, wie Tiere zähmen geht. Ah, genau. So, ich muss gerade selber mal schauen. Ich glaube, ich habe ein Problem. Die Mauer ist an einer Stelle nicht so schön, weil die ein bisschen runter oder ein bisschen hoch geht. Aber ich weiß noch nicht, ob sie hoch oder runter geht. Das muss ich erst feststellen, wenn ich am Ende bin. Also muss ich jetzt hier wieder lang. Ja, so eine Mauer ziehen ist nicht einfach. Das wird noch ewig dauern. Also auf jeden Fall vor der Säuberung sind wir schon mal sehr geschützt. Das ist sehr gut. Also da lasse ich nichts auf mich kommen. Wenn das Ding hier fertig ist, dann war's schon. Also es wird ziemlich viel zu kontrollieren sein, wenn die Verderbnis kommt, weil die können theoretisch ja von überall angreifen. Mhm. Und dann müssen wir halt gucken dementsprechend. So. Oh, die Mauern reichen. Sehr gut. Ich bin schon am Ende. Ich habe zu viel gebaut. So. Perfekt. Das kommt weg. Das kommt weg. Das kommt weg. Also, es geht hoch. wenn ich es irgendwie nur platzieren könnte. Hallo? Geht das? Geht nicht. Ich habe keinen Bock. Boah, im Moment müssen wir auf der Mauer springen, aber ich weiß nicht, wie ich das beheben kann. Mhm. Ich kann irgendwie nämlich keine Treppe so platzieren, dass es passt. Seltsam. Oh, das ist ja übel. Eigentlich geht das ja immer. Okay. Probieren wir gleich nochmal. Wow. Wow. Die Mauer ist gleich fertig. Oh Gott, ich freue mich. Aber wir werden noch mal ein oder zwei Aufgänge planen müssen, weil ich glaube, es sind zu wenige. Aber das kriegen wir auch nicht. Ja, es geht. Zieh es halt so durch. Was müssen wir? Babytiere fangen. Oh, okay. Mhm. Was geht denn das? Mit Essen wahrscheinlich, ne? Ne. Angeblich einfach nur hinlaufen und D drücken und fangst du die. Aha. Das klingt leicht. Mhm. Dann müssen wir das machen.
Natürlich geht das wieder nicht. Okay. Sandstein. Die Dinger hier nochmal. Also jetzt dürfen wir uns echt viel sicherer fühlen. Nee. Wir jetzt brauchen einen großen Bären, der hat 20.000 Leben. Alles klar. Das scheint richtig nice zu sein, das Ding. Boah! Dämonenspinne! 36.000 Leben, die müssen wir mit Menschenfleisch und Dämonen füllen. Oh, wo wir gerade dabei sind, wir brauchen noch Dämonenblut. Da sollten wir uns vielleicht irgendwann zu dritt auf die Reise begeben. Und ja, damit wir die Obelisken bauen können. Bäm. Mauer fertig. Okay, jetzt darfst du dich ergötzen an unserer Mauer. Gleich. Sehr nice. Ich brauche hier nur eine Treppe. Muss gehen? Nee, so geht's nicht. Könnten wir von da runter umsetzen? Nee. Moment. Irgendwie gefällt mir das noch nicht so ganz mit der Mauer hier. Das ist echt blöd. Ich kann die entweder zu hoch setzen oder... Nee, das... alles klar, kletter hoch. Nee. Ja gut, dann haben wir halt so einen Sprung. Geht nicht anders. Wow. Also Eroberung, alles klar. Versucht das mal. Hui, ich bin so sauer. Oh, hier also je nachdem, mit welchem Futter du das Tier fütterst, bekommst du entweder dann zum Beispiel einen großen Bären oder einen normalen Bären. Wir müssen ihnen also das exquisite Futter geben. Und dann läuft's. Okay. Also das heißt, was sollten wir denn so an Futter haben, frage ich mal so. Pflanzenfresser brauchen... Ich habe einen Schieferrückenschlüpfling. Zwei. Drei. Wir brauchen ein Tiergehege, schnell. Sonst sterben und verrotten sie in meinem Inventar. Oh, ich kann kein Tiergehege bauen. Oh nein, und hab ich noch Punkte? Oh Gott. Gott, wie komme ich denn jetzt von hier wieder in die Base? Es gibt zwei Eingänge zurzeit. Ich sehe es schon. Ah, hier. Tierbändiger Lehrling. Ein Gehege. Oh, wie heißt das heißt das Gehege oder? Ich glaube, ich kann das schon bauen. Okay. Dann bau du das gerade. Oh Gott. Ich muss aber selber schauen, wie das heißt. Talente, war das bei Überleben, oder? Ja. Leibeigenempfänger. Meisterbändiger. Jawoll. Dann haben wir ja jemanden, der das professionell kann. Nee. Wo war's denn jetzt? Hat Meisterbändiger. Gepanzerter Tierpferch heißt es. Ah, okay. Also dann Tierpferch.